Ein wenig und es regnet ein wenig. Kann man das hören? Alter Verwalter, ja. Also hier ist mal jetzt richtig Sturm. Also es ist, das Wetter ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja gut, so. Egal, es ist ja so wie es ist. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz El Saler. Ja? El Saler, ja. Valencia El Saler. So, Valencia El Saler, so, guck mal. Hammer quer durch Valencia gefahren. Habt ihr gesehen, voll geile Stadt, ne? Da haben wir es schön mit dem Morello und Anhänger noch. Dann haben wir es. Ja. Also, wir bleiben jetzt aber erstmal für heute hier und lassen oder denken zumindest, dass der Sturm über uns hinwegzieht. Weil, egal wo wir jetzt hinfahren, das Wetter ist überall. So. Ja, das geht jetzt runter bis Murcia, ist Kackwetter heute und morgen. So, wahrscheinlich bis Mittwoch. Ich meine, der Platz hier. Gestern war schöner. Ich will mal so sagen, ich glaube, ich zeige den auch gar nicht, weil bei dem Wetter. Geh nie raus. Ich habe jetzt gerade Strom angeschlossen und Gas aufgemacht und das war's für mich dann heute. Und auf Keile gesetzt. Ja. Und jetzt warten wir, bis der Wind weg ist und die Sonne wieder kommt. Naja, mal sehen. Dann kochen wir heute Abend was Leckeres. Jo. Auf jeden Fall. Wollt ihr dabei sein? Vielleicht. Wenigstens etwas. Vielleicht. Also wahrscheinlich gehen wir morgen nicht nach Valencia, weil morgen soll das Wetter auch so sein. Ja, laut Informationen von Einheimischen und, wird das Wetter nicht besser. Dann lohnt sich das nicht. Dann fahren wir lieber weiter und vielleicht auf dem Rückweg, dass wir da nochmal einen Abstecher nach Valencia machen. Mal schauen. Wobei ist ja eine schöne Designerstadt, glaube ich. Ne? Ja, also ein bisschen konnte man vorhin schon sehr sehen. Sehr viel Museum. So. Aber auch diese Bauten da, diese Design-Dinger eben. Ne? Ja. Ozeanografisches Museum und die Altstadt soll sehr schön sein. Also ja, gucken wir uns irgendwie an auf dem Rückweg vielleicht. Ja. Das würde mich schon interessieren. Übrigens, die AP7 Auto Vista war komplett umsonst. Ob das jetzt nur heute war oder keine Ahnung. Könnt ihr ja mal, wenn ihr diese Richtung wollt, nochmal checken, weil diese Schranken waren komplett abgebaut. Ja. Diese. Wir sind zwar durch Bäume. Diese Mautstation da durchgefahren, aber. Aber steht dran, nonstop. Kam auch keine Polizei hinter uns her. Also, wir sind einfach durchgefahren. Wir sind zu schnell gefahren. Vielleicht haben wir uns gar nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung. Ja, in diesem Falle ja. Genau. So, jetzt trinken wir erstmal ein schönes Käffchen. Warten, dass es hier ein bisschen warm wird und dann machen wir. So, bleib mal in aller Ruhe schön essen für dich. Genau. Komm mal jetzt rein. Genau. So. Jetzt wollen wir uns erstmal was Leckeres kochen. Und zwar machen wir heute ein Curry, ein rotes Curry mit Brokkoli, Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Bambussprossen und Sojakeime. So, ihr könnt aber auch reinmachen, was ihr gerade wollt. Also vom Prinzip auch den Kühlschrank leer machen, ist völlig wurscht. So, Kokosmilch kommt noch rein und noch ein bisschen Tomatensoße, so passierten Tomaten, Salz, Pfeffer und Kurkuma. Genau. So, und so eine rote Currypasta haben wir noch dabei. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen, wie scharf du das magst oder nicht. Ja, stippern wir erstmal alles und die Zutatenliste schreibe ich euch mal unten in die Kommentarleiste rein, oder in die Beschreibung mit rein. Girlfriend, you got me smiling, but it reached day.
his Richard lips are sweeter. Now listen, stay and let's figure out where to go and how about family. So sieht's aus, fertig geschnippert. So, lass uns jetzt ein bisschen mit einem Tröpfchen Öl in der Pfanne kurz andünsten, dass die Zwiebeln ein bisschen glasig werden, der Paprika ein bisschen Hitze nimmt. Nicht zu heiß machen, sonst gibt es Probleme mit dem Knoblauch. Ne? So, dann kommen die Bambussprossen da rein. Bungo-Bohnen. Auch rein. Currypaste je nach Geschmack. So, das schmilzt dann gleich. So, dann könntest du den Reis machen hier mit einem Becher Reis. So machen wir ihn zumindest und zwei Becher Wasser. Salz. So, dann auf klein stellen und den Brokkoli reinmachen. Dann sieht das so aus. So, dann kann jetzt vor sich her köcheln, bis der Reis eigentlich fertig ist. Wer jetzt möchte, kann schon essen. Theoretisch ist alles fertig. Bisschen abschmecken noch mit Salz, Pfeffer, Kurkuma. Oder aber, wie wir jetzt auch machen, noch mit Hähnchenbrust. Dann dazu. So sieht's dann aus. Guten Appetit. Yummy, yummy. Hast du geschlafen, Mäuschen? Nachdem ich die Oropax drin hatte, ging's. Ein Sturm hier, das ist die Hölle, oder? Ja. In einer Tour hört nicht auf. Nee. Also, da denkst du mal, ja, okay, jetzt wird es besser. Dann kommt der nochmal mit aller Wucht. Boah. Dann rappelt halt immer so plötzlich und da erschreckt man sich immer. Dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt mache ich meine Oropax rein. Und das war auch gut so. Dann konnte ich dann schlafen. Die ganze Karre wackelt, aber richtig wackelt. Also ja. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehabt.
Also manchmal habe ich gedacht, da hinten steht Hulk und hebt die Karre an. Das ist ja. Wir haben jetzt 7:30. Wir trinken jetzt einen Kaffee und dann hauen wir ab hier. Ja. Hauen wir ab. So. In Benidorm soll es ein bisschen besser sein. Hauptsache ist nicht mehr so windig. Laut Wetterfrosch. Ja, kann ich dir nicht versprechen. Aber kommen so ein bisschen jetzt ins Grübeln, wenn wir gleich über die Autobahn fahren, ob wir weggeweht werden. Ja, schauen wir mal. Dann muss ich mit dich halten. Mit mehr Platz. So, Käffchen und dann weg hier. Mal jemals wieder sauber. Who am I to say what you should want and what you should need? Who am I to say for what your heart? Verlassen wir diesen Ort. Also dieser Platz ist nicht wirklich empfehlenswert. Da reden wir gar nicht drüber. Allerdings ist, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt und sofort die erste Autoausfahrt nimmt, kommt da nochmal ein Campingplatz. Der heißt auch El Saler. Der sieht von außen ein bisschen besser aus. Wird aber nichts heißen. Genau. Zumindest ist die Zufahrt besser. So, Wetterscheiße. Ja, kannst du nicht anders sagen. Es stürmt, es regnet. Ist jetzt nicht angenehm zu fahren, wenn man hier mit so einer Strandwand unterwegs ist. Aber, naja. Ja. Die größten Stürme sind jetzt aber durch. Hoffen wir es mal. So, wir fahren jetzt Richtung Benidorm und hoffen da mal, dass das Wetter vielleicht ein wenig besser ist. Jetzt soll es da morgen besser sein. Ja. Ein bisschen heller ist es. 2 Kilometer. Ja, bis denn, würde ich sagen.
the shadows, keeping from the light of day. Nobody should ever have to live that way. Show a stray dog some pity.